Sie haben sich wahrscheinlich schon öfters mal gefragt, machen solche Diäten überhaupt Sinn oder auch nicht? Wir werden heute hoffentlich diese Frage gut beantworten können. Und ich hoffe, dass Sie auch ein paar Fragen dann im Chat im Anschluss dieses Webinars gerne stellen und ich diese auch dann beantworten kann. Gut. Ich zeige Ihnen heute ein paar Messmethoden, kurz und knapp. Dann eine der wichtigsten Ursachen für das Übergewicht in der heutigen Zeit, in der westlichen Welt vor allen Dingen, aber auch die Risiken, die Übergewicht auf die Gesundheit hat. Dann, wie wichtig eigentlich das Mikrobiom diesbezüglich ist. Und dann gebe ich Ihnen auch noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema, wie kann man abnehmen und es auch langfristig halten. Und Anschluss daran gebe ich Ihnen auch diesmal ganz gute Buchtipps, die ich wirklich ans Herz legen kann, weil wir unmöglich dieses sehr komplexe Thema in einer Stunde hier abwickeln können. Deswegen immer gerne auch mal noch nachlesen, was es heutzutage an neuen Informationen gibt. Welche Messmethoden gibt es heutzutage überhaupt zum Thema Übergewicht? Sie kennen bestimmt den Body Mass Index und Sie wissen auch, dass der Body Mass Index das Gewicht des Menschen durch das Quadrat der Körpergröße definiert ist. Das bedeutet, dass eigentlich das kein aussagekräftiger Index ist, denn man kann auch normalgewichtig sein oder man kann auch übergewichtig sein und ist eigentlich normalgewichtig, wenn man viel Proteine, sprich schweres Muskelfleisch beinhaltet, dann kann man trotzdem einen höheren Body Mass Index haben. Dementsprechend macht es viel mehr Sinn, dass man zum Beispiel eine bioelektrische Impedanzanalyse macht, mit der man wirklich die gesamte Körperzusammensetzung messen kann. Und da sind die drei wichtigsten Faktoren eigentlich die, zu schauen, wie viel Körperfett habe ich tatsächlich, wie viel Körperwasser habe ich tatsächlich und wie viel Protein. Das heißt, in Form von Muskelmasse habe ich. Aber da kann man natürlich auch noch mehr bestimmen, zum Beispiel die Körperzellmasse, die dann wiederum aussagekräftig ist, wie hoch meine Stoffwechselrate ist. Denn je mehr Körperzellmasse ich habe, also Body Cell Mass hier definiert, das können Sie hier mal erkennen, desto mehr habe ich eigentlich die Möglichkeit zu essen, ohne gleich zuzunehmen. Will heißen, hier kann man erkennen, einmal, wie ist meine gesamte Körperzusammensetzung, aber auch, was kann ich tun? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel dann wirklich meine Ernährung ändern möchte, sollte ich hier auch in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sich mein Muskelgewebe vielleicht sogar erhöht, während sich mein Fettgewebe erniedrigt. Ja, und Sie können hier auch erkennen, das ist jemand, der nach einem BMI übergewichtig ist. Wenn man hier nochmal zurückgeht, bei 28 sind wir ungefähr bei pre-obese, also präadipös bereits. Und man erkennt auch, ja, er hat im Verhältnis wirklich wenig Muskelmasse und er hat auch im Verhältnis wenig Körperzellmasse. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Analyse. Man kann, wenn man so eine Bioimpedanzanalyse nicht hat, das haben meistens ja, Fitnessstudios sich darauf ausgerichtet haben oder auch besondere Praxen können sowas haben. Dann kann man aber sich zum Beispiel auch helfen, indem man einfach mal den Bauchumfang von Frau und Mann, den Waist-to-Hip-Ratio auch mal definiert, der dann anzeigt, ob alles noch im grünen Bereich ist, wie man hier bei den Frauen sieht, bis zu 79 Zentimeter, während sie schon bei über 80 ein erhöhtes Risiko haben, also Gesundheitsrisiko haben, weil sie dementsprechend schon übergewichtig sind. Wichtig ist hier natürlich, wenn man das misst, dass man das nicht abends misst, wenn man viel gegessen hat, sondern natürlich morgens, wenn man schon die Toilette besucht hat und entsprechend dann den Bauchumfang real messen zu können. Und hier ist nochmal das, was ich in der Bioimpedanzanalyse zeigte, der Körperfettanteil von Frauen versus den von Männern. Hier sollte man unter 25 bei Frauen liegen. Also ich sage jetzt mal, ideal finde ich nicht mal 22, man könnte da ruhig, je nachdem, was man natürlich möchte, aber eigentlich könnte ja auch bei 18 ungefähr liegen. Und bei Männern liegt er unter 20, dann wäre es ideal.
Wenn man das so betrachtet, nach der heutigen Sichtweise, wie man eben Übergewicht definieren kann, dann weiß man, zumindest im Jahr 2017 wurde diese Statistik erhoben und ist heute auf der Statista 2021 publiziert, dass die, zumindest mal in Österreich, wir tatsächlich fast jeden zweiten Österreicher schon als zu dick definieren müssen, einkategorieren müssen. Das heißt, hier sogar noch mehr Männer als Frauen, aber im Durchschnitt kann man wirklich sagen, jeder zweite Österreicher. Im internationalen Vergleich liegen wir, also liegen die Schweizer mit den Österreichern ganz ähnlich, ganz nah. Ja, also es ist erschreckend und das ist jetzt bezogen auf die Erwachsenen. Ja, bei den Kindern ist es entsprechend ungefähr jeder dritte, jeder vierte, ist auch nicht gerade prickelnd. Was hat es denn dann für Risiken, wenn wir bereits ein Übergewicht vor uns hertragen? Ich habe Ihnen hier nur mal kurz zusammengefasst, die wichtigsten Erkrankungsweisen aufgrund von Übergewicht. Das ist natürlich der Typ-2-Diabetes, das sind erhöhte Triglyceridwerte, aber natürlich auch Gichtanfälle, die man durchaus dann schon haben kann, selbst wenn man noch gar nicht so viel Übergewicht hat, dann hat es auch ein bisschen mehr mit der Zusammensetzung der Ernährung zu tun. Also wenn man viel Protein in Form von Fleisch isst, dann hat man natürlich auch mehr Harnsäureentwicklung und so weiter. Dann haben wir natürlich die ganz typischen KHKs, ja, Bluthochdruck übrigens ist hier ein ganz wichtiger Punkt, den ich mal machen möchte, weil ich tatsächlich schon einige Patienten hatte, die eigentlich so, wenn man sie von vorne sieht, gar nicht so groß übergewichtig sind. Die haben aber dementsprechend schon einen ziemlich hohen viszeralen Fettanteil. Das ist der Fettanteil, der eigentlich um die Organe nicht sichtbar meistens vorliegt. Und dieser Fettanteil ist wie ein eigenes Organ, welches natürlich auch hier über seine Stoffwechselmetabolite den Bluthochdruck mit vorantreibt und antreibt. Und da hilft allein schon, Übergewicht zu reduzieren, um auch wirklich den Bluthochdruck in Remission zu schicken und dementsprechend auch auf die ganzen Bluthochdruckmittel zu verzichten. Dummerweise machen das die wenigsten, die nehmen lieber Tabletten ein als, ja, anderes Thema. Aber nächstes Problem bei Übergewicht sind natürlich die typischen Gelenkserkrankungen, ja. Und da finde ich das sehr spannend, wenn man sich überlegt, wenn man allein schon 5 Kilo seines Übergewichtes reduziert. Natürlich hängt es davon ab, wie stark übergewichtig man ist. Dann hat man aber dennoch um die Hälfte weniger ein Risiko, 10 Jahre später, also wenn man mit dem gleichen Gewicht 10 Jahre lang rumläuft, Arthrose zu bekommen. Ich sag nur eins, das haben heute schon Kinder. Übergewichtige Kinder. Das ist erschreckend. Denken Sie dran, Arthrose ist natürlich auch durch viel Übergewicht programmiert. Aber auch, und das ist ganz wichtig, die diversen Krebserkrankungen, die wir in Bezug auf Übergewicht im Verhältnis sehen müssen. Dann natürlich auch Atemnot, Schlafapnoe-Syndrom. Sie wissen, dass das bis zu 7 Jahre die Lebenszeit auch verkürzen kann. Das heißt, wenn jemand sehr übergewichtig ist, hat er auch diese Atemstörung entsprechend. Dann hier ein ganz wichtiger Aspekt für all die Frauen unter uns. Das PCOS kann natürlich auch verursacht sein durch Übergewicht, weil, wie ich gerade vorhin schon sagte, Übergewicht bedeutet immer auch, dass ich zu viele Fettzellen habe. Und diese Fettzellen sind hormonproduzierende Zellen, die dann entsprechend auch endokrinologische Störungen hervorrufen können. Hier gehört übrigens auch der prämenstruelle Syndrom hinzu oder dazu oder auch zum Beispiel Myombildung, die dann wiederum ein Hinweis sind auf Leberstau, der auch wiederum durch Übergewicht vorangetrieben werden kann. Sie sehen schon, wie das Ganze hier mehr oder weniger stark vernetzt ist. Jetzt ein wichtiger Punkt, auf den gehe ich nachher kurz noch ein. Übergewicht kann auch Depressionen verursachen und umgekehrt auch zu einem Suchtverhalten führen und zu Panikattacken und Ängsten. Ja, insgesamt gesehen haben wir natürlich auch Magen-Darm-Probleme. Sie wissen, die Fettleber ist eines der schlimmsten Probleme, mit denen wir heute in der westlichen Welt konfrontiert sind. Dazu können Sie sich gerne auch nochmal unser letztes Webinar anschauen. Da habe ich auch etwas über das Thema Leberreinigung, Darmreinigung, die Darm-Leber-Achse gesprochen. Vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis darauf, weil ohne eine gesunde Leber können wir auch nicht abnehmen. Natürlich auch nicht ohne einen gesunden Darm und ohne
gesunde Gallenproduktion. Aber alles in allem, wenn wir das hier mal betrachten, haben wir eine verkürzte Lebenserwartung von 8 bis 10 Jahren, wenn wir hier einen stark adipösen Menschen in der Größe von 1,7 Meter und 116 Kilogramm bis 130 Kilogramm betrachten. Das ist doch schon eine ganze Menge. Welche sind eigentlich Einflussfaktoren auf das Gewicht an sich? Das sind natürlich unzählige und ich habe hier einfach mal die für mich, ich sage wirklich für mich, die wichtigsten herausgeholt. Das ist zum einen, hatten wir gerade gesagt, die Verdauungsleistung, die Leber, Galle und so weiter. Wir hatten gesagt, auch das endokrine System ist hier wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Hypofunktion der Schilddrüse, dann ist der ganze Apparat natürlich lahmgelegt oder runtergedreht und dann entsprechend verbrauchen sie auch weniger und können natürlich auch eher zunehmen an Gewicht. Ein ganz wichtiger Aspekt ist ganz klar die Ernährung. Ja, ich sage jetzt mal die Ernährung und die Muskulatur des Körpers, also der Proteingehalt, also der Verbrennungsmotor des Körpers sind unsere Muskeln, weil nur in den Muskeln wird Fett tatsächlich verbrannt. Deswegen habe ich das hier auch so definiert. Und wir sagen mal, 70% kann man durch die Ernährung verändern und ungefähr 30% durch Aufbau von Muskulatur. Damit will ich gleich schon mal an den Zahn ziehen, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt jeden Tag joggen gehe, aber meine Ernährung nichts ändere, dann nehme ich doch ab. De facto ist es nicht so. Ich zeige Ihnen nachher auch warum, weil wir müssen hier ein Kaloriendefizit verursachen, sonst wird sich da nichts an unserer Übergewicht ändern. Dann ist ein ganz wichtiger Aspekt natürlich auch der Bereich Gewohnheiten, Stress in jeglicher Form. Gewohnheiten meine ich jetzt, schlafe ich genug? Wie reagiere ich tatsächlich auf diverse Situationen und so weiter. Dann ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich der ja oft angeführt wird, die genetische Disposition. Ja, man hat tatsächlich über Gewichts Gene entdeckt und weiß, dass es natürlich hier auch über die Genetik gesteuert ist, wie hoch mein eigentlicher Grundumsatz, also der Kalorienbedarf, den ich pro Tag brauche, um alle Körperfunktionen am Leben zu erhalten, dass der natürlich auch genetisch bestimmt ist. Aber über die Epigenetik, also die obendrauf sitzt sozusagen, können wir hier auch einiges dran kurbeln. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Bereich, jetzt ist der Bereich des Darmmikrobioms und insbesondere des Metaboloms, das heißt, was unsere Darmbakterien tatsächlich an Stoffwechselprodukten produzieren. Denn wenn wir eine Darmfehlbesiedlung haben, eine sogenannte Dysbiose, dann ist da ein ganz gravierender Punkt schon mal, den wir erstmal anschauen müssen, um überhaupt ans Übergewicht zu denken oder an das Abnehmen zu denken. Andere Ursachen natürlich sind, wie ich schon sagte, die Fehlernährung. Und hier möchte ich mal ganz klarstellen den Bereich Zucker. Da kann ich nur das Buch Die Zuckerfalle empfehlen. Denn Zucker ist ein Suchtstoff, definitiv, da komme ich nachher noch drauf. Und aber auch ein Protein, das zu dem übergeordneten Gluten gehört, nämlich das Gliadin. Davon haben wir an die 200 verschiedene heute bekannte Gliadin-Moleküle rausgefunden, die sehr stark auch autoimmune Geschehnisse, sprich Schilddrüsenunterfunktion hervorrufen können. Ich zeige Ihnen das nachher nochmal in einem Übersichtsbild. Aber ich möchte gerne auf diese beiden Punkte mehr eingehen als auf all die anderen Punkte. Das hatten wir schon gesagt. Hier vielleicht noch gesagt, auch die verschiedenen Antidepressiva, die heutzutage sehr gerne verabreicht werden. Oder zum Beispiel auch Antiepileptika, die man als Blutverdünner gibt. Also das haben wir zum Beispiel meinem Vater gemacht, der eigentlich nur ein Hämatom hatte. Aber egal, krass, was man heutzutage alles so verabreicht. Oder denken Sie an die Cortisongabe bei Rheumatikern und so weiter. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber auch das Biohacking. Das heißt hier, wie kann ich meinen Schlaf verbessern und so weiter, um entsprechend Gewichtsreduktion voranzutreiben. Denn man weiß, Schlafmangel bedeutet immer,
Und Schlafmangel heißt, kleiner als 6 Stunden am Tag abends zu schlafen, bedeutet immer auch Cortisolanstieg und entsprechend Entzündungen und entsprechend irgendwann auch Übergewicht. Und natürlich auch die entsprechenden Nachtarbeiten, Nachtarbeiterschichten, die man im Wechsel hat mit Tagesschichten. Sehr ungünstig. Gut. Ich hatte gesagt, das Mikrobiom hat einen ganz wichtigen Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Warum? Wir haben ungefähr 95% unserer Darmbakterien und auch Pilze und so weiter, alles was mikrobiell ist in unserem Darm. Und ungefähr 90% aller bisher bekannten Krankheiten sind tatsächlich mit unserem Darm assoziiert. Also mit unseren Darmbakterien. Auch Mikrobiota genannt. Und es ist ganz wichtig, dass man schon mal abfragt, wie ist tatsächlich das Mikrobiom entstanden in einem Menschen. Das heißt, wir gehen hier auf die Prägung des Mikrobioms einen kurzen Moment ein. Hier kann ich Ihnen auch nur kurz ein paar Bücher empfehlen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber ich finde es immens wichtig, gerade im Hinblick darauf, dass wir so viele übergewichtige Kinder und auch schon Babys haben. Also selbst schon, es wurde in China schon ein Kind mit Typ-2-Diabetes geboren, was ich mal neulich gehört habe. Es ist einfach erschreckend. Das heißt, wir prägen das Mikrobiom schon frühkindlich. Durch den Stresslevel der Mutter, den die Mutter schon davor hat, also während sie schwanger ist, das wirkt sich natürlich aufs Kind aus. Wenn Sie sich noch an das Webinar erinnern zum Thema Darmreinigung, da hatte ich Ihnen eine Übersicht mal gezeigt gehabt, was alles das Mikrobiom gestört. Und da gehört natürlich übermäßig hoher Cortisol-Level, sprich durch Stress ausgelöst, mit dazu. Das verändert die Zusammensetzung und die Diversität des Mikrobioms, also sowohl der Mutter und natürlich im Umkehrschluss auch des Kindes, wenn es dann geboren wird, weil es über den Geburtsmodus entsprechend wenig oder viel Darmbakterien der Mama mitbekommt. Aber auch Gewicht der Mutter ist wichtig für die Ausbildung des Übergewichtes später beim Kind. Dann entsprechend, was bekommt das Kind? Wird es gesäugt bis zu 6 Monaten und vielleicht auch noch länger? Oder wird es sofort abgestillt und bekommt dann irgendwelche seltsamen Formulanahrungen, die das Kind eigentlich mehr krank machen als nähren? Auch hier wichtig, gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus bereits im Kindesalter kann dick machen und das geht dann weiter bis in die Jugend, bis ins Erwachsenenalter. Und das ist ganz wichtiger Punkt hier, die Antibiotikatherapien im Kindesalter. Da komme ich nachher gleich noch drauf zu. Ich hatte gesagt, dass der pränatale Stresslevel der Mutter sehr ausschlaggebend dafür ist, wie sich das Mikrobiom des Kindes ausbildet. Sie können hier erkennen, das ist eine Studie von 2015, wo man hier Kinder von wenig gestressten Müttern mal überprüft hat, was die für eine Mikrobiomzusammensetzung haben. Also nur auf diese 5 verschiedenen Bakterienstämme betrachtet. Und wir haben hier Kinder von sehr gestressten Müttern. Und normalerweise sollten hier zum Beispiel diese Proteobakterien, die hier rot dargestellt sind, eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden sein, ja, marginal. Und wie Sie sehen, sind die zum Beispiel sehr stark ausgeprägt, ja. Und das geht vom Tag 20, also nach der Geburt, bis zum Tag 100. Diese Zeitperiode hat man mal überprüft. Auch die Actinobakterien, die wichtig für eine gesunde Darmflora sind, sind hier reduziert. Einfach nur im Hinterkopf behalten, wenn Sie Leute kennen, die gerade schwanger sind oder die gerade ihre Kinder zur Welt gebracht haben, darauf hinzuweisen. Denn ein frühkindlicher Lebensstress, der sensibilisiert das Kind. Und wenn ich gerade nochmal hier zurückgehen darf, ich hatte gesagt, dass diese Proteobakterien hier stark vermehrt sind, die sind auch stark vergesellschaftet mit einer Ausbildung eines Reizdarmsyndroms bei Kindern. Und Sie wissen selbst, Koliken eines 3 Monate alten Kindes können Hölle sein. Aber was ich hier eigentlich sagen will, ist, dass wenn der Stress vorliegt,
wir auch Stress in der Bauchhirnachse bekommen, die das ganze Leben bestimmen. Also es ist wirklich wichtig, dass die Mutter während der Schwangerschaft und danach keinen Stress hat. Denn wir finden in den Darmnerven, wir wissen ja, dass die Darmhirnachse uns auch ganz stark zeigt, was das Gehirn eigentlich macht. Wenn der Darm nicht gesund ist, dann geht es im Gehirn dann auch, gibt es Entzündungen und so weiter. Aber hier ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich die Darmnerven, die haben in sich sozusagen Moleküle, die auch wichtig sind für die Erinnerung. Das heißt, etwas, was durch den Geburtskanal passiert ist oder auch schon davor, setzt sich dann irgendwo auch wieder im Darm nieder. Das heißt, ob ich jetzt eine Entbindung nach Kaiserschnitt habe oder eine Entbindung nach natürlicher Vorgehensweise, macht was mit dem Biom, Mikrobiom meines Kindes. Und zwar hat man hier mal überprüft, 5 Tage altes Kind, welches über eine Sekzio zur Welt kam, hat bereits ein erhöhtes Vorkommen von antimikrobiellen Resistenzgenen. Und die wiederum sind mit Resistenzen gegen synthetische Antibiotika verbunden. Und bereits ein Jahr später hat dieses Kind eine schlechte Vorbereitung des Immunsystems. Und dementsprechend sind, wenn hier steht erhöhte Immunantwort, sind hier die Allergien und Sie wissen, Neurodermitis, atopisches Ekzem und so weiter, sind natürlich damit auch vorprogrammiert. Thema letztes Webinar. Und in der Kombination des Geburtsvorganges und des Gewichtes der Mutter hat man auch wiederum festgestellt, dass Kinder von übergewichtigen Müttern, wenn sie normal zur Welt kommen, bereits ein 3-mal höheres Risiko haben, selbst übergewichtig zu werden. Und Kinder, die mit einer Sektio zur Welt kamen, um ein 5-mal erhöhtes Risiko hatten, übergewichtig zu werden. Ja, und hier hat man nochmal zusammengesetzt im Jahr 2018 in dem JAMA, sehr renommierte Fachzeitschrift für Pädiatrics, dass wir eben auch eine unterschiedliche Zusammensetzung haben, wenn wir hier eine relativ, also eine gesunde Mutter, ja, also BMI von zwischen 18,5 und 34,9, haben wir eine andere Zusammensetzung an bestimmten Bakterienstämmen versus einer Mutter, die schon übergewichtig ist. Und ich sagte vorhin schon, auch die Antibiotikagabe bereits beim Kind ist stark assoziiert mit einer Ausbildung von Übergewicht. Das beginnt hier schon bei Geburt 0 Stunde sozusagen. Bis zu 1-2 Jahren haben wir pro Antibiotikagabe eine Reduktion der Diversität des Mikrobioms meines Kindes um bis zu 10%. Und zwar dann, wenn sie nicht zeitgleich Probiotika einnehmen. Also zeitlang meine ich jetzt nicht Antibiotika plus Probiotika, sondern 2 Stunden Zeit versetzt hoffentlich. Aber die wenigsten, ich sage mal, die wenigsten Ärzte, glaube ich, verschreiben zu einem Antibiotikum gleich noch ein Probiotikum und am besten noch ein Präbiotikum, welches das Probiotikum nährt. Also Probiotika sind die Bakterien, Präbiotika ist das Futter für die Bakterien. Und ich denke mal, wir wissen alle, dass Antibiotika zu häufig verwandt werden. Und wenn Sie nochmal an die Antibiotikaresistenz von dem Bild zuvor denken, Sie haben es in der Hand. Sie haben es hier schon in der Hand, ob das Kind gesund bleiben wird, übergewichtig wird oder allergisch wird. So. Was schädigt noch das Darmmikrobiom und macht dick? In Bezug jetzt auf das Übergewicht ist ja ganz klar die Kohlenhydratmast. Da muss man ganz klar sagen, es ist wirklich mittlerweile eine Mast. Man muss wissen, dass Kohlenhydrate nicht essentielle Makronährstoffe sind, ja, sondern es ist eigentlich das Fett und das Protein. Also sprich, Fleisch und Kartoffeln sind essentiell, sage ich jetzt mal von den Makronährstoffen. Entschuldigung, nicht die Kartoffel, sondern Fleisch und sagen wir mal, meinetwegen eine Avocado, ja, also das Fett, sind essentiell. Kohlenhydrate aber nicht.
Wenn also dann viel Kohlenhydrate vorliegen und wir noch entsprechend wenig Ballaststoffe haben, also Faserstoffe, die normalerweise nicht verdaut werden, dann ist die Kombination schon mal ganz schlecht. Und wenn jetzt hier noch Mikro- und Makronährstoffmangel hinzukommt, sprich ich habe hier wenig zum Beispiel Protein und ich habe hier wenig von Spurenelementen, wie zum Beispiel Chrom, was für den Fettstoffwechsel wichtig ist, dann hat das Darmmikrobiom natürlich Mangel und irgendwann geht's vom Normalgewicht zum Übergewicht. Und natürlich all die anderen Dinge, die wir auch schon in anderen Seminaren mal besprochen haben, möchte ich hier einfach nochmal in Erinnerung rufen. Das heißt, unser heutiges Übergewicht, mit dem wir konfrontiert sind, ist eigentlich ein Zeichen von einer Unterernährung. Denn wenn wir nämlich die mit zum Beispiel Carbo Load, nenne ich es jetzt mal, also mit der Kohlenhydratmast, bestimmte Darmbakterien anfüttern, dann vertreiben diese Bakterien, die guten Bakterien, die uns eher schlank halten. Und diese Bakterien futtern erstens mal oder nehmen die Kohlenhydrate als Futter und vermehren sie so stark, dass sie auch den Zucker von unserer Mucinschicht, der Darmschleimhaut, mit abverdauen und abfressen. Ja? Und das ist eigentlich schon der Beginn einer Entzündung der Darmschleimhaut, der Darmwand, die ja nur wirklich einzellschichtig ist. Das heißt, was sind eigentlich tatsächlich ungünstige Nahrungsmittel? Und das sehen Sie ganz klar. Nahrungsmittel, die leere Kohlenhydrate beinhalten, und das ist Ihnen ganz klar, aber die eben auch zu viel Fett und zu viel Zucker beinhalten. Und jetzt kommt noch dazu unser hoher Hygienestandard, denn jedes Sakrotan und jedes Desinfektionsmittel, was wir da so täglich zu uns jetzt angeblich einnehmen oder beziehungsweise auf die Hände nehmen sollen, nehmen wir natürlich über die Hände auch irgendwann in den Mund und das kommt alles wieder in unser Darmmikrobiom und verändert auch hier die Zusammensetzung unseres Mikrobioms. Also sprich, wichtig ist zu hohe Kaloriendichte, raffinierte, modifizierte Kohlenhydrate und entsprechend zu viel Fett und auch hier möchte ich sagen schlechtes Transfett, frittiertes Fett. Ich meine jetzt nicht Omega-3-Fett oder zweifach ungesättigtes Fett, ja, das meine ich jetzt hier nicht, sondern zu viel Fett. Aber auch wenn wir zu viel Fleisch zum Beispiel zu uns nehmen, ja, es ist dann hier völlig wurscht, welche Quelle dieses Protein hat. Es gibt immer auch Entzündungseiweiß, also das sind Metabolite, die praktisch diese putrigen Bakterienstämme als Substrat nehmen, ja, wenn Sie sich an die Bilder davor noch erinnern. Das heißt, was passiert, wenn wir die falschen bakterielle Mikrobiomzusammensetzung haben, dann haben wir, obwohl wir die gleiche Nahrung geben, mit einer falschen Darmbesiedlung plötzlich ein dickes Mäuschen versus einem kleinen, normalgewichtigen Mäuschen. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Studie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat man hier versucht, eben zu überprüfen, was machen Darmbakterien tatsächlich mit dem Gewicht einer sterilen Maus, der einmal ein gesundes Mikrobiom implantiert worden ist in einer sterilen Maus, der einmal ein Mikrobiom von einer übergewichtigen Maus implantiert worden ist. Und dann wurden sie beide ganz gleich ernährt. Und dann hat man einfach das hier erkannt. Ja, plötzlich haben wir hier ein übergewichtiges Mäuschen. Warum? Man hat festgestellt, dass es sogenannte Dickmacher-Bakterien gibt. Dazu gehören zum Beispiel die Clostridien. Die Überordnung ist eigentlich hier die Firmicuten. Und die Firmicuten sind in übergewichtigen bis zu 2000 Mal verstärkt exprimiert. Das heißt, normalerweise sollten wir ein Verhältnis zwischen Firmicuten und den Bakteroidetes von 1:1 haben. Das wäre in einem normalgewichtigen, gesunden entweder Mausstamm oder auch bei Menschen ist es so. Aber wenn wir eben Übergewichtige haben, haben wir sehr viel mehr von diesen Firmicuten. Und man hat festgestellt, dass diese Firmicuten sehr viel mehr Propionsäure, also sprich das Salz der Propionsäure, das Propionat bilden. Und wenn man das eben dann mal überprüft hat im Verhältnis Firmicuten und Bakteroidetes,
dann hat man festgestellt, dass allein hier dieser kleine Bereich an insgesamt ausgeschütteten Stoffwechselprodukten, das ist einmal Acetat, Propionat und Butyrat, ich hatte ja vorhin von dem Metabolon gesprochen, das ist eigentlich, was man damit meint, welche Stoffwechselmetabolite entstehen eigentlich, weil die sind wichtig auch wiederum für andere gute Bakterien, als Futter dienen die nämlich zum Beispiel, oder sie verdrängen andere Bakterien, dann weiß man einfach, okay, wir haben hier einen ganz klaren einen Delta, das heißt, wenn wir zu viele Firmikuten haben, werden wir dick, ganz klar. Warum? Die sind nämlich in der Lage, tatsächlich unlösliche Ballaststoffe, also die normalerweise bei uns ausgeschieden würden, das machen nämlich die guten, gesunden Bakterien, die verkapseln nämlich die Kohlenhydrate und die scheiden sie damit über den Stuhl aus. Das machen die nicht. Die wandeln diese Dinger hier in Triglyceride um. Das heißt, es werden zwischen 12 und 20% mehr Kalorien aufgenommen insgesamt. Und wenn man das mal hochrechnet, bei einer Frau, die, sagen wir mal, einen Tagesbedarf von 1800 bis 2400 Kilokalorien hat, dann sind es schon allein pro Tag 200 Kilokalorien mehr. Also, das ist jetzt so ungefähr, würde ich mal sagen, ein Bier. Also ein Bier mit Alkohol. Oder vielleicht ein bisschen mehr noch, ja. Pro Tag, das macht im Monat 6000 Kilokalorien. Ja. Und beim Mann sind es 7500 Kilokalorien pro Monat. Das heißt, bis zu 2 Kilo mehr auf der Waage. Und dann ist es wurscht. Erinnern Sie sich nochmal daran. Wir haben ja gesagt, die werden gleich ernährt, diese Mäuschen. Und das ist hier auch wirklich egal. Wenn sie die falsche bakterielle Zusammensetzung haben, dann ist es wurscht, ob sie eine Low Carb, also eine wenig kohlenhydratreiche Ernährung dann zu sich nehmen oder überhaupt keine Kohlenhydraternährung zu sich nehmen. Sie werden trotzdem, aufgrund der Firmikuten, werden sie trotzdem zunehmen. Das hat einen evolutionsbiologischen Hintergrund natürlich, weil selbst der Ötzi, den Sie wahrscheinlich kennen, aus den Medien, der hatte sehr viele Firmikuten, weil die Firmikuten sind natürlich auch dann wichtig, wenn der Mensch sozusagen in eine Art Winterschlaf gehen soll und sich vorher erstmal noch richtig viel Gewicht anfressen soll, weil im Winter bewegen wir uns nicht so viel, wir müssen uns wärmen und so weiter. Also es hat durchaus einen evolutionsbiologischen Grund. Nur, wir haben heute Heizung, wir bewegen uns kaum. Und dementsprechend sollte man das hier im Hinterkopf behalten, weil das ist alles eine Basis für Leber- und KHK-Erkrankungen. Hier gebe ich Ihnen nochmal einen kurzen Überblick von einer sehr interessanten Studie aus 2016, wo man hier nochmal das übergewichtige Darmmikrobiom anschaut, ja, da haben wir also das Verhältnis Bakterien zu Firmikuten, wie wir gesagt haben, das wäre dann 1 zu 2000 zum Beispiel. Wir haben hier bereits eine Leaky Gut oder wir haben hier Vorstufen von Leaky Gut, auf jeden Fall durch Entzündungsgeschehnisse kann es dann eben sein, dass wir hier falsche Bakterien bekommen, die dann die Entzündung vorantreiben, die vermehren sich, drücken dann die Zellen auf. Dann können zum Beispiel bestimmte metabolische Endotoxine, das Lipopolysaccharid von Bakterien in das Blut gelangen und entsprechend systemisch also Entzündungen hervorrufen. Natürlich auch die Leber entzünden. Es kommt dann zum oxidativen Stress und vor allen Dingen zur Insulinresistenz. Ja. Und dann entsteht natürlich auch dieses adipöse Gewebe. Je mehr Fett sie anlagern, desto dicker füllen sich die Fettzellen mit Fett. Und es geht dann bis zu einer Entzündung, das wiederum natürlich oxidativen Stress bedeutet. Oxidativer Stress bedeutet immer auch Mikronährstoffverlust, Mineralstoffverlust und da kommt das eine zum anderen. Anders gesagt, eine Darmdysbiose fördert das Übergewicht dahingehend, dass wir hier einmal unverdauliche Polysaccharide, also unverdauliche langkettige Kohlenhydrate absorbieren können, weil wir jetzt die Firmikuten haben, die machen daraus kurzkettige. Die erhöhen dadurch die Fettgenese, die dann wiederum insgesamt den Fettsäuremetabolismus
in der Leber und entsprechend auch die Kalorienspeicherung sowohl in der Fett, also in der Leber als Fettleber, als auch überall viszeral anregt oder erhöht, ja. Und entsprechend haben wir hier auch die erhöhte LPS-Zirkulation, von der ich vorhin gerade gesprochen hatte. Wenn wir insbesondere viel fetthaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen, dann haben wir eben speziell eher diese Bakterien gefördert. Die insgesamt kommt es dann eigentlich zu einer sogenannten Silent Inflammation, weil wir zu viel Fettzellen haben und die entsprechend auch als ja, Hormonorgan dann wirken können. Im Gegensatz zu den Dickmacher-Bakterien, habe ich ja schon gesagt, gibt es diese Bakteroidetes, die verkapseln eben Kohlenhydrate und bringen sie damit mit dem Stuhl aus dem Körper. Und das kann man dann auch messen, ja, wenn Sie mal so eine Stuhlanalyse machen. Und damit steht im Körper ganz viel Glucose zur Verfügung, die also nicht viel im Sinne von übermäßig, sondern eigentlich normal, ja, und hält den Blutzuckerspiegel normal. Sie hemmen außerdem Entzündungen. Und durch die Buttersäure, durch das Salz der Buttersäure, das Butyrat, welches dann eben über die Darm-Hirn-Achse ins Gehirn kommt, wirkt tatsächlich das Ganze auch als Antidepressivum. Ja, ich habe hier schon mal einen ersten Tipp an Sie. Es ist tatsächlich bekannt, dass Apfelpektin, also das Apfelpektin von Äpfeln, oder auch als Pulverform oder auch in Kapselform, wie auch immer. Wenn Sie das 30 Minuten vor dem Essen mit viel Wasser zu sich nehmen, dann befüllt es erstmal schön den Magen. Da kommt schon mal eine Art Gesättigungsgefühl durch die Magenausdehnung zustande. Sie vermehren damit tatsächlich die Butyratbildner, ja, also diese Bakteroidetes. Und Sie haben hier dadurch auch eine konsequente Entleerung des Darmes. Das heißt, hier bleibt auch nicht viel Darm Inhalt übrig, der wiederum die Fumikuten nämlich anregt, auch das letzte bisschen Inhalt, der dann vielleicht irgendwann beim Dickdarm ankommt, noch zu verstoffwechseln, zu verdauen und dann irgendwo noch in Fett umzubauen, was wir ja nicht wollen. Das heißt, die Schlangenmacherbakterien sind die, die unsere Stimmung anheben, die unsere Entzündungen im Schach halten und entsprechend auch ganz einfach angefüttert werden können, indem Sie täglich einen Apfel essen oder meinetwegen auch zwei oder eben Apfelpektin zu sich nehmen. Da gibt es aber auch noch Informationen, noch und nöcher im Internet. Warum ist also eine Mucosa so wichtig? Weil sie bestimmte Darmbakterien beinhaltet, die unsere Mucosa, unsere Darmschicht, unsere Mucinschicht sozusagen produziert und unseren Darm schützt, dass er sich nicht entzündet, ja, dass er also hier gesund bleibt und damit auch die Zellen zusammenbleiben und es nicht zu einem löchrigen Darm kommen kann. Das heißt, eine gesunde Mucosa ist deswegen auch so wichtig, weil es die Darmbarriere gegenüber allem toxischen Bestandteilen, die von da draußen zugeführt werden, abriegeln kann. Dann haben wir gesehen, die Endotoxinämie wird reduziert, also weil wir ja eine gute Darmbarriere haben, kommen keine LPS-Moleküle ins Blut und machen eine systemische, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, Entzündung. Wir haben dementsprechend auch keine Leberbelastung und auch keine Gallenblasenbelastung. Und es reduziert adipöses Gewebe dahingehend, dass es, also es hängt alles damit zusammen. Gewebeentzündung wird einfach reduziert. Und entsprechend ist das immer vergesellschaftet, auch mit einem niedrigen Body-Mass-Index. Wichtig auch die Adipogenese, das heißt die Fettbildung wird reduziert und damit insbesondere auch das Übergewicht im Schach gehalten, ja, oder das Gewicht an sich konstant gehalten und wir haben eine reduzierte Insulinresistenz. Also ich sage das hier nochmal ganz deutlich, weil ich einfach da draußen sehe, es gibt fast niemanden mehr, der wirklich einen gesunden Darm hat. Und ohne einen gesunden Darm können Sie erstmal zwar eine Diät machen, von der ich nichts halte, aber ich werde darüber nachher noch kurz berichten, aber wenn Sie den Darm nicht gesund bekommen, werden Sie auf längere Frist nicht konstant ihr Gewicht halten können. Sie können vielleicht mal kurzzeitig abnehmen, aber das Gewicht kann wieder kommen. Das heißt, wir brauchen eine dicke Mucosa-Schicht, wir brauchen eine hohe Diversität an Bakterien, damit ein gutes Immunsystem, erinnern Sie sich nochmal, die Peitschen Plaques sitzen im Darm,
Die Zellbarriere muss stimmen und wir brauchen niedrige Marker, Zonulinmarker, das sind für das Leaky Gut, und Kalprotektinwerte müssen niedrig sein, sind beides Marker für Leaky Gut. Und entsprechend muss das Milieu auch im Darm sauer sein, weil wenn das zu stark in den alkalischen Bereich geht, dann haben wir wieder eine falsche Ansiedlung, eine Ansiedlung falscher Bakterien. Wenn Sie hingegen Schuppenbildung im Haarbereich haben oder auch auf der Haut Veränderungen nach sich ziehen sehen durch Stresszustände oder was auch immer und Sie schlafen nicht mehr durch, zum Beispiel Sie wachen um 2 Uhr morgens auf, was zum Beispiel ein Hinweis auf die Leber sein kann, oder Sie wachen um 6 Uhr morgens auf, was ein Hinweis auf eine Dickdarmstörung sein kann, oder Sie haben Gewichtsveränderungen dahingehend, dass Sie jetzt plötzlich zunehmen, ja, dann kann man wirklich danach gehen, da stimmt das auch mit dem Darm nicht in dem Fall. Das heißt, wie können wir jetzt unsere Bacteroidetes, die ich vorhin erwähnte, die guten Schlankmacherbakterien füttern? Alles, was wir hier an löslichen und nicht löslichen Ballaststoffen haben, das haben Sie hier mal aufgeschrieben. Das finden Sie aber auch bei Evolution in unserem Kohlen Gold hier. Ja, da haben wir auch dementsprechend Oligosaccharide mit drinnen, aber auch ganz wichtig fürs Mikrobiom sind unsere sekundären Pflanzenstoffe. Und da sind mal ganz kurz aufgeführt das Grüntee-Katechin, was übrigens auch dahingehend hilft, dass es auch Appetit hemmt. Ja? Also wenn Sie täglich 1 Liter grünen Tee trinken oder mal 1/2 Liter Tee trinken, haben Sie auch viel weniger Appetit tatsächlich. Also die ganzen sekundären Pflanzenstoffe sind nichts anderes als Futter für die guten Bakterien. Auch hier haben wir schöne exemplarisch mal das OPC und eine Cranberry Forte von Evolution dargestellt. Denn tatsächlich füttern wir hier zum Beispiel das gesunde Akkermansia municipalis Bakterien und wir schwächen hier also auch ein metabolisches Syndrom damit ab, das induziert ist durch eine hohe Fettdiät. Hier habe ich Ihnen mal ganz kurz zusammen ein ganz tolles Schaudiagramm. Ich finde es faszinierend, was der Dr. Simon Goddek da zusammengestellt hat. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir hatten das Thema Gliadin. Ich wollte Ihnen nur mal ganz kurz zeigen, unser Gliadin ist ein Subprotein von diesem Gluten. Der Körper macht hier Antikörper, weil der Körper kennt Gliadin nicht. Ja, das ist ein Fremdstoff, der bildet Antikörper. Diese Antikörper sind von der Oberflächenstruktur ganz ähnlich wie die Oberflächenstruktur der Schilddrüse. Also haben Sie hier zum Beispiel schon mal eine Schilddrüsenunterfunktion oder Malfunktion, wie auch immer. Ja, andererseits treibt es die Entzündung natürlich voran und bringt die ganzen Entzündungsmediatoren nach oben, die dann insgesamt eine systemische Entzündung vorantreiben können. Wir haben hier als Beginn eine hohe Fett- und hohe kohlenhydratreiche Ernährung, ja, die befeuert die 4-Mikuten, haben wir ja vorhin gelernt, und sie reduzieren die Bacteroidetes, haben wir ja auch schon gelernt. Dementsprechend, Wenn Sie also hier da schon mal viel Fett und viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, legen Sie schon mal den Weg vor zu diesen Dickmacherbakterien. Gut, dann haben wir das Thema Stress gehabt. Ja, das Thema Stress finden Sie hier, erhöhter Cortisolspiegel, wird irgendwann unsere Nebennierenrinde auslutschen und irgendwann vielleicht mal zu einer Nebennierenrindenschwäche führen und womöglich dann auch irgendwann zu einer Depression. Und unabhängig davon, Entzündungsreaktionen aus dem Darm, haben wir gesagt, entzünden auch das Gehirn, wirkt wieder hier auf eine Depression. Andererseits, eine Depression kann aber auch dazu führen, dass ich mehr esse. Also, das Ganze hier, und das habe ich hier ganz dick nochmal rot umrandet, das Ganze steht und fällt eben mit der Zusammensetzung unserer Darmmikrobiota. Ja? Und hier unten haben Sie auch nochmal das Thema Pilzbefall, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber eben da sehen Sie, wie das hier zusammenhängt, Sugar Cravings, also die Lust auf Zucker kann auch bedingt sein durch eine Überwucherung des Candida albicans in unserem Darm und eine starke Zucker
Zunahme, Zuckeraufnahme wiederum erhöht die Insulinproduktion. Es kommt dann wiederum zu einer Insulinresistenz. Ja, und das Ganze gibt es dann wieder Inflammation und so weiter. Also Sie sehen auch hier zum Beispiel das Beta-Casomorphin. Beta-Casein, das ist Milch, ja, ein Milchprotein, welches in Beta-Casomorphin abgebaut als morphinähnliche Substanz. Sie erinnern sich vielleicht an das Slide vorhin, wo ich sagte Zucker und Gliadin. Hier gehört aber unbedingt auch noch das Morphin, das Casomorphin aus der Milch dazu. Das sind alles Suchtmittel, die eine Entzündung hervorrufen können. Gut, hiermit lasse ich das. Das können Sie sich zu Hause mal in Ruhe angucken. Aber was ich zum Beispiel nochmal aufzeigen will, ist Campylobacter. Die gehören ja zu den Firmikufen, also die gehören dahin, ja. Und Clostridien übrigens auch. Ja, die führen zum Beispiel ganz stark zu einem Vitamin B-Verlust. Also auch hier kann man mal schauen, ob man zum Beispiel über eine Vitaminanalyse und auch eine Stuhlanalyse überprüft, bevor man überhaupt eine Diät macht. Diät im Sinne von Ernährungsumstellung. Wie sieht eigentlich mein Darm zusammen? Setzung aus und wie sieht mein Mineralstoff- und Vitaminstoffhaushalt aus? Zusammengefasst hier halten wir fest, die Firmikuten können die Energieausbeute aus einer unverdaulichen Nahrung um bis zu 12, ich habe sogar bis zu 20 gelesen, steigern. Also erinnern Sie sich nochmal an die 2 Kilo in einem Monat mehr, allein nur durch Firmikuten. Das aber auch ganz wichtig zu wissen ist, die machen die Verdauung träge. Ja, das heißt, auch die Nahrung bleibt länger im Darm. Und damit haben die Firmikuten, es ist wieder evolutionsbiologisch natürlich sinnvoll, mehr Zeit, um aus den unverdaulichen Proteinen doch noch, Proteinballaststoffen doch noch Energie rauszuziehen. Und darin begründet sich unter anderem auch der Jojo-Effekt. Denn die Firmikuten können in Hungerzeiten möglichst wenig Kalorien verbrauchen. Also wenn wir mal als Steinzeitmensch tagelang nichts zu fressen hatten und zu essen hatten, ja, dann hielten die Firmikuten aus. Sie haben sich sozusagen bereit gehalten, bis dann wieder ausreichend Nahrung kommt und dann wird jedes bisschen Nahrung, jedes bisschen an Kalorien wird rausgeholt. Das heißt, ich kann mal eine Fastenkur gemacht haben, ich habe total abgenommen, ja, und plötzlich habe ich dann umso mehr wieder drauf. Ich sag ja, die Zusammensetzung des Darmes, die Darmmikrobiota ist für mich ein ganz essentieller Pfeiler, wenn wir Übergewicht abbauen wollen. Dann ist auch noch wichtig, dass das Immunsystem auf bestimmte Stoffwechselprodukte dieser Bakterien reagiert und entsprechend auch Entzündungen sich entwickeln können. Sie erinnern sich an dieses wunderschöne Schautierkram, LPS und so weiter. Das macht uns schlapp, das macht uns müde, das macht uns schlecht gelaunt, das macht uns cholerisch und das macht uns vor allen Dingen auch faul. Das heißt, ich bewege mich auch nicht mehr. Also das eine hat mit dem anderen natürlich zu tun, weil wir wollen ja in einer, wie soll ich sagen, ist auch wieder evolutionsbiologisch. Wenn wir in den Winter kommen, wollen wir nicht noch zusätzlich Energie verbraten, um uns ständig in Bewegung zu halten, sondern wir sollen die Energie so gut wie möglich bei uns behalten. Ja? Wir müssen uns ja warm halten und Wärme, Thermogenese bedarf viel Energie. Also halten wir uns eher müde, bleiben eher sitzen, machen nur das Nötigste. So. Unter anderem auch produzieren die Bakterien natürlich auch verschiedene Hormone. Bis zu 20 Hormone kennt man mittlerweile, die im Darm produziert werden, die auch wichtig sind für Sättigungsgefühl. Also nicht nur die Bakterien produzieren, sondern auch deren Stoffwechselprodukte und so weiter. Die wiederum ein Sättigungsgefühl hervorrufen können oder ein Hungergefühl. Also Leptin, Ghrelin, Achse, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also das heißt, nochmal zusammengefasst, je mehr Bifidobakterien ich habe, und das gilt auch schon für das Kind, ja, weil nämlich die Muttermilch ist sehr reich an Bifidobakterien, deswegen das Foto nochmal, Kinder sollten lange gezeugt werden an den Brüsten der Mütter und nicht an einer Flasche. Es sei denn, der Flascheninhalt ist auch die Milch der Mutter, aber hier setzen Sie wirklich ganz klar die Schiene schon mal, wo es lang geht. Jetzt, was ist wichtig, um langfristig abzunehmen? Kurz Moment innegehalten, was denken Sie? Ich muss mich jetzt beeilen, es ist ein großes Thema. Also,
Zum Ersten ist es die Gewohnheiten, darüber zu überprüfen, was ist ungesund und wie kann ich das in eine gesunde Gewohnheit ändern. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mein Fahrrad zur Arbeit und ich fahre es nicht im Auto hin. Oder ich nehme den Fahrstuhl nicht, sondern laufe die Treppen hoch. Und ich kann mir sogar einen Anker setzen. Und zwar wirklich zum Beispiel ein grünes Bändelchen um meinen Finger. Und immer wenn ich da drauf gucke und denke, oh, jetzt wollte ich eigentlich mein Auto nehmen, ach, dann erinnert mich das daran, nein, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Das sind ganz banale Dinge, aber das funktioniert. Das Gehirn wird neu programmiert. Dann ein Ernährungsprotokoll für mindestens, ich sage jetzt mal 7 Tage, besser 14 Tage selbst mal zu führen, weil dadurch wird man selber sich klar, was isst man eigentlich. Und hier sollte man auch ganz klar sagen, was macht man, während man es isst? Weil man weiß heute aus Studien, wenn man sich ablenken lässt durch das Handy, durch Musik, durch das Fernsehen oder durch Lesen eines Buches, wird das anders aufgenommen im Gehirn, als wenn ich wirklich nur esse und mich ganz aufs Essen konzentriere. Also man weiß zum Beispiel, dass Leute, die also immer so nebenbei essen, so nach 2 Stunden ein absolutes Craving for Sugar bekommen. Also sprich, die fangen an, Kekse zu essen. Ja, gibt es Studien darüber, die das alles belegen. Entsprechend ist auch wichtig zum Ernährungsprotokoll, was trinken Sie, wann trinken Sie und vor allen Dingen, wie viel trinken Sie. Ja, weil wir müssen viel trinken, um viel auszuscheiden. Wir müssen viel trinken, um die Zellen gut zu befluten, damit alles gut funktioniert. Ein ganz wichtiger Aspekt, Kaffeeverzicht, weil Kaffee treibt den Insulinspiegel hoch. Und zwar jedes Mal, wenn Sie Kaffee trinken, ja. Und natürlich Zuckerverzicht, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann ein wichtiger Punkt, essen Sie nur, wenn Sie wirklich, wirklich Hunger haben. Nicht, wenn es jetzt krummelt in Ihrem Bauch, weil dann wird der Darm erstmal gereinigt, sondern wenn Sie richtig das merken, oh, jetzt brauche ich wirklich was zu essen. Wer von uns hat tatsächlich dieses Hungergefühl je gehabt? In der heutigen Zeit, glaube ich, sehr schwierig, weil man ständig, ständig irgendwo was essen könnte. Ich empfehle wirklich maximal 2-mal am Tag bis maximal 3-mal am Tag. Die Yogis kennen das. Man isst morgens um 11 und dann vielleicht noch um 16 Uhr und dann ist gut. Und dann essen Sie wirklich gut zu diesen Mahlzeiten, damit Sie nicht wieder zwischendrin irgendwie Hunger bekommen, weil dann werden Sie keinen Hunger bekommen. Kauen Sie lange, damit das Sättigungsgefühl, das sich normalerweise nach 20 Minuten einpendelt, ja, dass das überhaupt die Möglichkeit hat, dass sie dieses Signal bekommen, dass sie wirklich gesättigt sind. Also keine Ablenkung. Und, das ist ganz interessant, wenn Sie aus blauem Geschirr essen, hat man festgestellt, essen Sie grundsätzlich weniger. Hat was mit der Farbe zu tun. Ja, wie das hier ins Perzipiert. Und wenn Sie kleinere Behältnisse nehmen, also zum Beispiel einen kleinen Teller nehmen, dann werden Sie automatisch weniger drauf machen. Ja, das funktioniert bei mir sehr gut, deswegen gebe ich das immer einfach weiter und man hat es auch festgestellt. Also wenn Sie einen großen Teller haben, machen Sie natürlich meistens mehr drauf, logisch, ne? Gut, aber Sie sollten natürlich nicht einen kleinen Teller nehmen und dann 2-mal, 3-mal drauf machen und immer wieder leer essen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Dann, ganz, ganz wichtig, erinnern Sie sich an das Webinar zum Thema, was haben wir gehabt, Fasten. Intervallfasten, regelmäßig. Das heißt, alle paar Tage ruhig mal 16 Stunden lang nichts essen, 8 Stunden lang dürfen Sie essen. Also nicht am Stück essen, aber in den 8 Stunden dürfen Sie dann zum Beispiel diese 2 bis 3 Mahlzeiten einfließen lassen. Und was die Japaner zum Beispiel ganz gut machen, und Sie wissen ja, dass die sehr alt werden und meistens auch sehr schlank sind, ab und zu mal das Abendessen einfach canceln. Das kann man gut mit dem Sport verbinden, dass man Sport macht und danach einfach nur noch Wasser trinkt und mit Zitronensaft zum Beispiel auch noch ein bisschen den Geschmack verbessert und natürlich auch gegen die Übersäuerung anregen kann. Ich habe hier jetzt mal hingeschrieben, Low Carb, mediterran. Das ist so die Ernährung, auf die eigentlich die meisten Studien sich heutzutage konzentrieren, weil man festgestellt hat, Low Carb oder auch Flexi Carb, ich zeige Ihnen gleich noch eine Folie dazu, ist einfach am sinnvollsten. Das Ganze immer im Zusammenhang, aber auch mit Schleimhaut unterstützenden Stoffen, wie zum Beispiel die Flohsamen oder die Leinsamen oder meinetwegen auch die Chiasamen, aber die brauchen wir eigentlich nicht, die kommen aus Südamerika. Ich glaube, wir bleiben lieber bei den Leinsamen. Ausreichend Eiweiß, sehr wichtig. Eiweiß, haben wir gelernt, ist ein essentieller Stoff, der sehr sättigt. Und der entsprechend sogar
lange sättigt, ja, im Vergleich zu Kohlenhydraten. Da gebe ich Ihnen auch gleich noch einen Hinweis zu. Ballaststoffe haben wir gelernt. Wir brauchen Nahrung mit geringer Kalorien, aber mit hoher Nährstoffdichte. Was heißt das? Also wenn ich jetzt eine Nuss esse, hat die zwar hohe, sagen wir mal, ja gut, das ist vielleicht ein falsches Beispiel, hat eine hohe Kaloriendichte, aber auch eine hohe Nährstoffdichte im Vergleich jetzt zu einem Weißmehlwecken. Ja, das hat sehr viel Kalorien, aber fast nichts drin. Dann ganz, ganz wichtig, gute Fette. Algenöl, Fischöl, aber bitte alles rückstandgeprüftes Öl, plus das Olivenöl, alles für die kalte Küche gedacht. Und zum Essen, zum Kochen oder Braten nehmen Sie nur Kokosfett oder Ghee. Dann ganz wichtig, wir müssen die Muskeln trainieren, weil in den Muskeln, haben wir gelernt, wird das Fett verbrannt. Da sind die Mitochondrien am meisten vorhanden, die Kraftwerke unserer Zellen. Und hier brauchen wir einfach viel Muskeltraining. Und es hilft wirklich nichts, nur jeden Tag joggen zu gehen, um die Ausdauer zu fördern. Damit, ja, machen Sie im Grunde eine Abatmung von Säurenlast im Körper, was natürlich sehr gut ist, weil Übersäuerung kann auch zu Übergewicht führen. Aber Sie brauchen Muskeltraining. Also 2 bis 3 Mal pro Woche intensives Muskeltraining wäre gut. Ausreichender Schlaf, aktives Stressmanagement, um, wie wir gelernt haben, unser Mikrobiom zu schützen. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, mache meine Gewohnheiten, die schlecht sind, mach sie weg und ersetze sie durch neue. Das heißt, chronisch auf Diät war gestern, heute machen wir eine Verhaltensänderung. Ja? Die Gewohnheiten mache ich mir nämlich selbst. Das heißt, ich habe gesagt, machen Sie ein Ernährungstagebuch. Ne? Da schreiben Sie wirklich auf, was Sie nehmen, wie viel Sie nehmen, was Sie dazu trinken. Und was ich jetzt zum Beispiel hier auch noch vergessen habe zu sagen, ist, wie vertragen Sie das? Ja, das ist natürlich auch noch wichtig, weil wenn Sie etwas nicht gut vertragen, dann fallen Sie natürlich mit den Entzündungen im Körper und das wollen wir nicht. Thema Histaminintoleranz, nur am Rande. Dann haben wir gesagt, wir brauchen wirklich ein Kaloriendefizit, weil wenn wir zu viel zu uns nehmen, als was wir verbrauchen, werden wir immer einen Überschuss an Kalorien haben und das fördert die Fettpolsterchen. Das heißt, wenn wir zwischen 200 und 500 Kalorien am Tag mal reduzieren, dann können wir tatsächlich Gewicht verlieren. Also das ist ganz wichtig. Ich habe hier mal so ein Rechenbeispiel rausgesucht aus dem Netz, was tatsächlich ganz, ganz gut darstellt. Wir haben eine 30-jährige Frau, die hauptsächlich sitzt. Ja, die hat einen Kalorienbedarf von ungefähr 1800 Kilokalorien pro Tag. Jetzt geht sie zum Beispiel einmal joggen am Tag. Da hat sie schon ein Kaloriendefizit von 300. Ja, da ist sie, wenn wir hier mal zurückgehen, so im mittleren Bereich, was ganz gut ist. Ja, und wenn sie das jetzt jeden Tag macht, sie geht einfach mal joggen. Also ich würde sagen, sie muss so eine halbe Stunde richtig gut joggen, damit sie diese 320 Kilokalorien abverbraucht oder sie geht auf einen Ergometer oder sie geht tanzen oder macht sonst was. Da hat sie schon mal ein Defizit, ja? Definitiv. Das heißt, je nachdem, wie viel sie und wie schnell sie abnehmen müssen, können sie für 1 Kilogramm reine Fettmasse 7000 Kalorien einsparen und entsprechend, ja, je nachdem, längerfristig abnehmen oder kurzfristig abnehmen. Ich persönlich halte nichts von schnellem Abnehmen, es sei denn, jemand ist kurz davor, eine Magen-OP zu haben, eine Magenverengung zu haben, weil überschwerstgewichtig und alles sehr im Argen ist. Dann ist es was anderes. Aber wenn jemand nur ein paar Kilo Übergewicht hat, dann sollte er das langsam reduzieren, sozusagen über Wochen hinweg machen. Also ich sage mal, ein halbes Kilo pro Woche Abnahme ist längerfristig besser, weil insgesamt das Langzeiteffekt hat. Das heißt, auch nach 2 Jahren, auch nach 3 Jahren bleibe ich schlank. Aber nochmal, es geht darum, unsere richtigen Bakterien zu befüttern. Ich habe gesagt, Low Flexicarb Kost hilft. Das ist jetzt so eine ganz interessante Pyramide, die eigentlich auch zeigt, wenn ich hier mal Kohlenhydrate zu mir nähe, ja, dann muss ich die auch abarbeiten. Ob das jetzt in Form von Krafttraining ist und oder Mountainbiken oder sonst was an Bewegung bedeutet, ich arbeite es ab, sodass ich noch nicht mal hier einen großen Insulinpeak bekomme. Also ich darf dann durchaus auch mal Low Carbohydrate, also Kohlenhydrate essen. Aber
wenn ich zum Beispiel Menschen habe mit einer Fettleber, ja, also einen nicht-alkoholischen Fettleber, oder jemand, der schon eine Insulinresistenz hat oder ein metabolisches Syndrom, ja, dann muss ich tatsächlich mal 8 Wochen lang eine richtig, richtig dezidierte Low-Carb-Kost machen, wo ich dann wirklich das hier mal weglasse, ja, wo ich das dann ersetze durch Protein, ja, während wenn ich jetzt einen Sportler habe, der jetzt einfach fit werden will für einen Marathon oder was auch immer, wobei Marathon halte ich nicht viel von, aber egal, der einfach mal fitter werden will und einfach ein paar Pfunde loswerden will, der kann ruhig sich ab und zu mal, deswegen Flexi, als flexibel, einmal Carbohydrates einnehmen, die muss er halt abtrainieren. Gut, das heißt, Sie müssen den Kalorienverbrauch ankurbeln und den können Sie durch Proteine ankurbeln. Warum? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Grundumsatz, der liegt genetisch bedingt bei 60-75% dessen, was ich zu mir nehme, wird für die Organehaltung verbraten. Ja, 15-30% geht für die Bewegung und den Sport drauf. Und 6-10% geht für die Verdauungsleistung an Kalorien drauf. Dann schauen Sie mal, was die Proteine machen. Die Proteine verbrauchen allein von diesen 6-10% verbrauchen wir allein schon an Kalorien, um überhaupt abverdaut zu werden. Das heißt, sie haben einen höheren Kalorienbedarf, um Proteine in Aminosäuren zu spalten. Und wie viele Proteine pro Tag wären sinnvoll? Also so zwischen 1,2 und 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag wären sinnvoll. Und es könnte dann zum Beispiel mal so aussehen, dass Sie also wirklich eiweißreiche Kost haben, vielleicht nur eine einzige Kartoffel, wenn überhaupt, und den Rest an Gemüse. Ja, das war früher, oder ist eigentlich immer noch bei der DGE, gerade umgekehrt. Da steht hier 50 bis 55 Gramm Kohlenhydrate und da steht hier 15 bis 20% Fett. Gut, hier fehlen noch die Fette, die fehlen tatsächlich. Aber gut, das ist immer nur so ein Beispiel, so also ein bisschen visualisiert, wo es hingehen soll. Und wenn wir jetzt nochmal darum gehen, wie wichtig eigentlich Proteine sind, dann will ich Ihnen hier nur eine Sache zeigen, weil wir schon fortgeschritten sind. Diese ganzen normalen Fastenkuren, ja, ob die da jetzt heißen Ananaskur oder wie hieße, diese Suppenkuren und so weiter. Ja, die machen Folgendes. Die machen einen Proteinverlust. Sehen Sie hier, sehen Sie hier. Selbst eine Molke Kurz, zwar nicht mehr so schlimm, aber sie macht, abgesehen davon, dass man Molke ist Kuhmilch, Überbleibsel, also würde ich auch nicht machen. Aber ich will damit eigentlich nur zeigen, das Fettgewebe steigt, das Proteingewebe, also Muskulatur nimmt ab. Ja, in Prozent. Und wenn Sie aber jetzt modifiziertes Fasten machen, wo Sie also viel Proteine zu nehmen, zum Beispiel in Form von Eiweißshakes. Und Evolution hat ja auch ein ganz gut zusammengesetztes Eiweißshake, was ich Ihnen dann am Schluss noch kurz zeigen werde. Dann haben Sie wirklich zwischen einem halben Kilo bis 1,5 Kilo Abnahme pro Woche, wenn Sie dreimal am Tag essen und dabei zum Beispiel 2 Nahrungseinheiten mit einem Protein mit der Proteinshake, das aber auch die B-Vitamine mit beinhaltet und Mineralstoffe mit beinhaltet, haben Sie dann wirklich hier eine Gewichtsabnahme. Das ist zum Beispiel wirklich sinnvoll bei Menschen, die sehr schnell und viel Gewicht abnehmen müssen, weil sie sonst sehr große Risiken gesundheitlicher Art haben. Und selbst im Lancet wurde vor ein paar Jahren schon publiziert, dass selbst Typ 2 Diabetes in Remission geschickt werden kann durch Gewichtsabnahme. Das finde ich eine ganz wichtige Aussage. Was ist noch zu beachten? Das sind wiederum ein paar Tipps. Also fangen Sie an, die Kohlenhydratzufuhr mindestens mal um 10% zu reduzieren. Ich würde sagen, reduzieren Sie noch viel mehr, dass Sie eben auf diesen Teller kommen, wie Sie vorhin gesehen haben. Statt dass Sie jetzt 5 Kartoffeln nehmen, nehmen Sie nur noch eine Kartoffel am Tag. Vergessen Sie überhaupt die Kartoffeln, nehmen Sie lieber Süßkartoffeln. Nehmen Sie lieber abgekühlte Kartoffeln, abgekühlten Reis oder Hülsenfrüchte, weil da entstehen resistente Stärken, die wiederum unsere guten Butyratbildner, diese Schlankheitsbakterien befüttern. Gut ist, wenn man die Kohlenhydrate morgens und mittags nimmt und nicht abends, weil sie nämlich da auch wiederum den Fettabbau blockieren können. Und, jetzt halten Sie fest, gehen also abends
nur noch mit einer Proteinkost ins Bett oder sie hören um 16 Uhr auf zu essen und können dann morgens um 9 Uhr noch kurz eine Stunde joggen gehen, dann haben sie das Beste gemacht, was sie können, nämlich sie haben die ganze Zeit nur Fett abgebaut. Also kein Kaffee vor dem Joggen und auch kein sonst was, sondern einfach nur ein Schluck Wasser und los geht's. Dann haben sie tatsächlich dieses Kurzzeitfasten, das die Autophagie vorantreibt, also dass Zellfragmente, die man nicht mehr braucht, abgebaut werden und da können auch Krebszellen dazu und so weiter. Also da haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben den Fettabbau sozusagen vorangetrieben und allen Zellschutt auch noch abgebaut. Ja, das heißt, spare dir das Frühstück und treibe nüchtern Sport. Und dann noch ganz wichtig, nach dem Sport lassen Sie die Verbrennung noch so ein bisschen nachverbrennen und nehmen nicht gleich Kohlenhydrate ein, so wie man früher gesagt hat oder wie heute die Sportler das immer noch machen, sondern nehmen Sie einfach nur Wasser oder meinetwegen noch ein bisschen Protein, aber that's it. Denn Kohlenhydrate hemmen die Fettverbrennung und schießen natürlich den Insulinspiegel hoch, logischerweise. So, noch einen kurzen Moment zum Thema Zucker. Zucker ist heute dezidiert ein Rauschgift. Das hat Professor Dr. Spitzner, ein Gehirnforscher, bereits in 2010 schon gesagt, in der FAZ stand das mal, dass eigentlich der Zucker tatsächlich diese Sucht nach Süßem vorantreibt, weil das Sättigungsgefühl verloren geht. Das heißt auch hier Leptin und Insulin, das sind so zwei Hormone, die im Grunde unser Gehirn mitsteuern, ja, wie viel ich esse oder wann ich aufhören soll zu essen. Leptin wird aus den Adipozyten, aus den Fettzellen produziert. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, wenn Sie zu viel sogenanntes viszerale Fett haben, produzieren Sie natürlich auch sehr viel Leptin. Und das sagt dann irgendwann mal, ich bin immer noch hungrig. Also das, weil das Leptin dagegen, wenn das immer mehr produziert wird, wird irgendwann hier, so wie beim Insulin auch, der Körper zumachen und sagen, jetzt habe ich genug von diesem Hormon, ich bin immer noch hungrig, ich antworte nicht mehr auf Leptin und entsprechend habe ich mein Sättigungsgefühl verloren. Und was ist schlimmer, als das zu verlieren? Weil dann habe ich ein dauerndes Hungergefühl und werde ständig weiter essen. Ja, also das nochmal hier für Sie zum Hintergrund, das ist wichtig, es senkt außerdem Energielevel und das finde ich nochmal ganz wichtig, denken Sie dran, die Werbung, die immer noch im Fernsehen kommt, wie Traubenzucker und Co., ja, es senkt nämlich nur ganz kurzfristig den Energiespiegel, danach senkt es nach unten und Sie fallen in den Tal und es sorgt für depressive Verstimmung und mehr will ich da gar nicht mal drauf hineingehen. Es vermehrt auch die Dickmacherbakterien, ja, und es beeinträchtigt die gesunde Verdauung. Alles andere haben wir schon gehört. Das heißt, es ist super wichtig, dass Sie, nachdem Sie das Ernährungsprotokoll aufgelistet haben, schauen, wo haben Sie Ihren Zucker da in dieser ganzen Ernährung. 80% der Übergewichtigen sind definitiv zuckersüchtig, ja, der stark Übergewichtigen vor allen Dingen. Das heißt, wir haben hier wiederum eine Verschiebung unseres pH-Wertes im Dünndarm von sauer auf weniger sauer, sodass diese guten Darmbakterien sich in die Darmzotennischen zurückziehen, aber die schlechten, also die Formikuten, dann den Zucker verstoffwechseln und entsprechend sich vermehren und verdrängen dann wiederum diese guten. Ja, das macht wirklich der Zucker. Zucker ist auch nichts anderes als Kohlenhydrate, die abgebaut werden, also die leeren Kohlenhydrate, wie zum Beispiel in Hamburger. Ja. Und wichtig hier auch ist, weil diese Frage immer wieder kommt, ja, wenn ich jetzt Süßstoffe statt Zucker nehme. Also erstens, Zucker auf der Zunge signalisiert im Gehirn, oh, jetzt kommt Glucose für mein Gehirn. Das Gehirn braucht 500 Kilokalorien Glucose pro Tag. Das kann es aber auch aus anderen Bestandteilen wie Proteinen herstellen, ja? Also die Glucose, es muss jetzt nicht pure Glucose aus dem Zuckerwürfel kommen. Und wenn aber Sie jetzt Süßstoff nehmen oder Sie nehmen jetzt, was gibt es denn da, Xylit und sonst was, dann hat der Körper ja trotzdem noch das Gefühl, da kommt jetzt Zucker, weil die Zunge signalisiert ja dem Gehirn, da kommt jetzt Zucker. Es kommt aber kein Zucker. Das heißt im Umkehrschluss, Sie werden immer noch dieses Zuckerbedürfnis haben, ja,
Und dementsprechend, also ich verzichte völlig auf Zuckerstoffe, auf Süßstoffe würde es gar nicht nehmen, sondern wirklich sich neu umorientieren und wieder länger kauen, viel länger kauen, als man denkt, nämlich 30 bis 40 Mal pro Bissen, dann entwickelt sich auch ein Zuckergefühl, je nachdem, was Sie gerade essen. Ja, und dann brauchen Sie keinen Zucker mehr. Zuckersucht hatte ich vorhin schon angesprochen. Was ich aber jetzt hier noch mal ganz kurz sagen möchte, weil auch die Depressionen immer so mehr zunehmen, das kommt auch durch die Zuckersucht, weil die Lust nach Zucker kann auch die Ursache für eine atypische Depression sein. Ich habe Ihnen vorhin das Beispiel gebracht mit dem Winterspeck oder Winterschlaf. Eine Depression ist ja auch wieder evolutionsbiologisch sehr sinnvoll. Das heißt, wenn der Körper irgendwie eine Ruhe braucht, aus welchen Gründen auch immer, dann bringt er sich sozusagen eine Ruhephase, indem er nicht mehr aus dem Haus gehen möchte, indem er einfach in sich hinein sinkt und bei sich bleibt. Also durchaus hat eine Depression ja auch was Sinnvolles. Also man weiß, es ist eine Entzündung im Gehirn. Ja, denken Sie mal an die Darm-Hirn-Achse bitte. Also das heißt, unser Gehirnbooster, nämlich dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor, der unter anderem Gehirn uns zu einer guten Stimmung verhilft, der wird herabgesetzt durch Zucker. Das Hirnbelohnungssystem, was man ja normalerweise durch den Zucker bekommt, oder was der Zucker vorantreibt, der stumpft irgendwann ab. Erinnert sich nochmal an das Bild, je mehr ich gebe an Insulin, also je mehr Zucker ich habe, desto höher ist der Insulinspiegel, desto höher wird auch der Leptinspiegel und so weiter. Und irgendwann funktioniert das System nicht mehr, es stumpft ab. Ja? Es kommt zu einer Entzündung. Also Zucker ist ja auch eine Säure, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Nichts anderes ist der HbA1c-Wert. Das ist ja nichts anderes als Protein, das sozusagen über die Säure Zucker nachgewiesen werden kann nach 14 Tagen noch. So, wenn ich Zucker gegessen habe oder halt zuckerhaltiges Nahrungsmittel. Und es führt zu Insulinresistenz und Stress. Das ist ganz klar. Das heißt, und das will ich hier nochmal ganz punktuell sagen, Zuckersucht kann depressiv machen. Und umgekehrt, wenn ich schon depressiv bin, neige ich mehr dazu, auch Zucker zu essen. Ja? Finden Sie hier ganz interessant, auch in einer Studie an 10.000 britischen jungen Männern zwischen 35 und 50 Jahren, die haben oft Süßes gegessen. Und man hat festgestellt, dass die um ein Viertel höheres Risiko für eine Ausbildung einer Depression hatten, tatsächlich. Ja. So, also das heißt, was können wir machen? Ich kann natürlich jetzt nicht alles abdecken, aber ich möchte Ihnen noch ein paar Dinge ans Herz legen, indem Sie nochmal verstehen, warum es so wichtig ist, die Darmflora oder Flora, falscher Ausdruck heutzutage, die Mikrobiota einfach gut und in Schuss zu halten und natürlich auch diese Mucin, diese Schleimhautschicht in Schuss zu halten, sie zu vermehren, damit ich hier auch ein Refugium für meine guten Darmbakterien bilde. Und wenn Sie sich nochmal erinnern an unser Darmreinigungsseminar, da können Sie nochmal ganz genau drauf eingehen, wenn Sie also schon schwer übergewichtig sind, zum Beispiel, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal den Darm zu reinigen, wirklich zu reinigen, und zwar nicht mit einer Hauruck-Methode, sondern schauen Sie sich nochmal das Webinar an und dann erst die Darmmikrobiota aufzubauen und dann mit einer Low-Carb, Flexi-Carb-Ernährung die Ernährung umzustellen, entsprechend Ernährungstagebuch zu führen und entsprechend auch zu schauen, dass ich mehr meine Muskulatur betätige, wie ich Ihnen vorhin schon zeigte, 2 bis 3 Mal die Woche wäre sehr sinnvoll. Und aber auch zu schauen, dass ich genügend Mikronährstoffe habe, dass ich genügend Antioxidantien habe, um auch Zellschädigungen entgegenzuwirken. Das heißt, ganz klar, wir haben hier das nochmal zusammengesetzt für Sie zur Information. Wir haben hier ganz wundervolle Präparate, die sowohl den Bereich Reinigung und Kräftigung auf Extraktbasis haben, als auch Bindungskapazitäten durch Mineralerde von den Toxinen. Dann aber auch ganz klar, alles was bei Entzündungserscheinungen im Magen-Darm-Trakt vorliegt, kann man wunderbar mit Vitamin D, mit Vitamin A, aber auch mit hier Omega-3 oder Kurkuma oder Weihrauch entgegenwirken. Und entsprechend dann, wenn diese Entzündung, sollte eine vorliegen, und meistens ist es leider Gottes der Fall, dann erst den Darm wirklich aufzubauen, zum Beispiel
ein wundervolles Mittel, muss ich echt sagen. Es funktioniert blendend. Es, habe ich selber an meinem eigenen Körper also durchführen können und ich finde es super. L-Glutamin ist ganz wichtig für unsere Darmzellen mit der Kombination Vitamin B6. Und dann können Sie mal aufbauen mit Probiotika. So, ganz arg wichtig, aber auch noch für die Regulation unseres Hungers und Sättigungsgefühles, nehmen Sie Bitterstoffe. Ja, ich habe ja hier gezeigt, dass, hier sind ja schon mal ganz viele Bitterstoffe drinnen, in diesem Reitkomplex 2. Ich zeige Ihnen gleich noch ein anderes. Aber Sie können hier zum Beispiel draußen, es gibt wunderbar Birsch, es gibt die Bärlauchgemüse, es gibt die Knoblauchrauke, es gibt Löwenzahn. All dieses können Sie sich jetzt jeden Morgen, nachdem Sie eine Stunde joggen waren oder eine halbe Stunde, einfach einen Saft draus machen. Und da haben Sie schon mal Ihre wunderbaren Bitterstoffe, weil die Bitterstoffe regen die Verdauung an. Ja, und zwar entlang des gesamten Verdauungstraktes. Es geht sogar bis in die Lunge, hat man festgestellt, gibt es Rezeptoren für die Bitterstoffe. Es geht sogar weiter, es gibt bis in den Vaginaltrakt gibt es tatsächlich Rezeptoren für Bitterstoffe, ja. Und vergessen Sie nicht, Bitterstoffe sind immer auch das Futter für unsere Darmbakterien. Damit regulieren Sie den Glukosestoffwechsel. Damit hemmen Sie aber auch im Grunde die glatte Darmmuskulatur. Das heißt, es gibt ein längeres Sättigungsgefühl an sich. Und das, also ich nehme seit Monaten Bitterstoffe wieder ein. Ich muss sagen, es ist wirklich so. Sie haben eigentlich keinen Hunger. Ja, und dementsprechend, wie soll ich sagen? Also sie wirken auch auf diese wichtigen Hormone wie Ghrelin oder Cholecystokinin, was für die Sättigungsempfindung und Darmentleerung wichtig ist, was aus der Galle ausgeschieden wird, wirken sie wundervoll entgegen und beziehungsweise sie unterstützen das, muss man eher sagen. Ja, und die inflammatorischen Marker werden herabgesetzt. All das ist wichtig. Also das heißt, Sie können zum Beispiel hier das unterstützen mit 13 bioaktiven Inhaltsstoffen, wo wir Kräuter haben, wo wir aus Obst und Gemüse gewonnen haben und das Ganze hier in der spagyrischen Aufbereitung, was natürlich den ganzen Verdauungstrakt und damit den Stoffwechsel, und das ist ja das A und O, um Gewicht abzunehmen, den Stoffwechsel anzutreiben. Und die Fettverbrennung zusätzlich kann man noch unterstützen, zum Beispiel durch diese Kur, die Evolution anbietet. Und da wollte ich eigentlich nur ganz kurz sagen, das ist dieses Proteingemisch, von dem ich vorhin sagte, Proteine sind wichtig. Bitte achten Sie aber hier darauf, dass Sie erstmal vorher prüfen, ob Sie Soja allergisch sind, weil tatsächlich ist hier Soja drin und es ist hier auch, manchmal sind ja Menschen auch gegen Hühnerproteine allergisch. Also das müssen Sie mal vorher überprüfen, aber wenn Sie das nicht sind, dann ist das ein wunderbares Präparat, weil Sie haben hier alle Aminosäuren drin, die Sie brauchen, um Proteine aufzubauen. Wir haben hier ein appetithemmendes und stoffwechselaktivierendes Kräuterelixier, nenne ich es jetzt mal. Das ist dieses Slim Fit, ja, wo Sie hier auch unter anderem ganz viele Kräuterinhaltsstoffe haben, um die Verdauungsorgane auch anzuregen. Und entsprechend haben wir hier zum Beispiel zuckersenkende und glukoseverwertende Inhaltsstoffe aus der Bittermelone, also der Momordica Carantia, die auch gleichzeitig die Insulinfreisetzung hemmt und dementsprechend den Abbau von Fett auch vorantreibt. Ja, da sind auch noch andere Inhaltsstoffe drin, die wichtig sind, den Fettstoffwechsel zu unterstützen, beziehungsweise auch Fett abzubauen und entsprechend auch, was wollte ich noch sagen, genau, wir haben hier auch noch, das wollte ich hier noch sagen, genau, dieses Fett verbrennen, auch im Sinne von Zufuhr von Aminosäure Taurin und dem Fett Carrier Carnitin, dass hier alles mit in diesem Body Balance mit dabei ist. Also, und da haben Sie hier auch ganz viele B-Vitamine, die wichtig sind auch für die Verstoffwechselung der Proteine, sodass Sie da keine zu starke Säurelast bekommen. Ja, dann, das überspringe ich jetzt, das können Sie nochmal nachgucken. Ich finde es immer wichtig, den Darm und die Leber auch noch zu unterstützen. Und bitte hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, die Leber an sich, die pro Minute einen Liter Blut durchpumpen muss und nicht durchpumpen muss, aber durchbekommt, ja, die wird unterstützt auch durch Bewegung. Also Bewegung ist nicht nur wichtig für die Muskulatur, Bewegung ist auch wichtig für unsere Leber. Und sie ist auch, diese Leber, vergessen Sie nicht, Fettleber, Gluconeogenese, die Leber zu unterstützen, ist das A und O auch bei der Gewichtsreduktion.
Und dann habe ich hier noch einen kleinen Punkt, die Wildkräuter. Die Wildkräuter können Sie eben, da gehört auch die Artischocke dazu, oder Schafgarbe oder Löwenzahn, wie auch immer, Mariendistel. All das können Sie sehr gerne auch nochmal in den Kardinaltinkturen von Evolution nachschauen. Da gibt es jede Menge, schmecken gut. Können Sie täglich 3x15 Tropfen nehmen und schon haben Sie da Ihre Leber und Ihren Darm unterstützt. Ja, ich sag mal so, es gibt natürlich noch vieles andere auf dem Markt. Wo ich selber probiert habe und sehr sinnvoll finde, ist tatsächlich auch der Bereich, also wenn ich jemanden habe, der metabolisches Syndrom hat oder Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 schon hat, dann gehe ich hier auch mal mit den sogenannten Heilpilzen. Weil die Heilpilze haben Beta-Glucane, die Cholesterin senken wirken und die Unterstützung der Leber vorantreiben und auch den Blutzucker senken können. Ja, also und die können sie auch so essen oder eben als Extrakte einnehmen, wie auch immer. Dann habe ich vorhin gesagt, die Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für den Körperfettanteil so zusammenzustellen, dass praktisch das gesunde Fett das schlechte Transfett austauscht in den Membranen unserer Zellen. Ja. Grüntee, ein super Appetitzügler, sage ich jetzt mal. Hat natürlich noch viele andere Eigenschaften. Übrigens auch in Bezug auf Covid. Können Sie mal googeln, da habe ich einen Artikel gerade erst vor kurzem geschrieben, den Sie finden können unter Spitzenmedizin im AMM. Auch Grüntee wirkt sehr, sehr gut bei Covid-Infektionen. COVID-19-Infektion. Andererseits habe ich auch noch gesagt, Vitamin D3, ja, das ist noch wichtig, auch für die Fettzellbildung, das verhindert es nämlich indirekt und es verhindert auch die Fettzellenentzündung. Und dann sind noch hier zwei Punkte, Braunalgen sind auch sehr wichtig zur Fettverbrennung und die Chlorogensäure von grünem Kaffee. So, was haben wir gelernt? Eiweiß und Fett sind lebensnotwendig, Kohlenhydrate nicht. Eine Darmfehlbesiedlung mit gleichzeitig geringer Diversität ist aber für mich einer der wichtigsten Ansätze überhaupt, um nicht nur kurzfristig, sondern vor allen Dingen langfristig, also sprich ohne Jojo-Effekt, Gewicht abzunehmen. Deswegen habe ich da so ein bisschen mehr Zeit drauf verwandt, weil so die ganzen anderen Dinge, ja, was esse ich denn jetzt? Das kann man alles im Internet nachschlagen. Aber ich sage nochmal, die Darmzusammensetzung muss stimmen. Eine möglichst vielseitige Ernährung ist also essentiell, damit wir eine sehr hohe Diversität an Darmbakterien haben und damit das metabolische Gesundheitsgleichgewicht aufrechterhalten wird. Ja? Und noch ganz interessant ist, je vegetarischer ich mich ernähre tatsächlich, desto diverser ist mein Mikrobiom. Ja, das hat man auch festgestellt. Natürlich darf die vegetarische Kost nicht darin bestehen, dass ich jetzt mal nur Junkfood esse, also sprich nur Weißmehlprodukte mit Zucker. Also die meine ich jetzt nicht. Ich meine die vollumfängliche, gemüsehaltige Kräuter, Samen, Nüsse, Keimlinge, Kost, die meine ich jetzt, ja. Sprich, summa summarum, keine langfristige Gewichtsreduktion ohne eine hohe Diversität unseres Darmmikrobioms. So, und die wichtigsten Fakten, die ich hier so beschrieben habe, stammen unter anderem aus diesem wunderbaren Buch. Also ich kriege hier gar nichts, ne, keine Kommission oder sonst was, aber ich wollte es Ihnen aber mal sagen, lesen Sie sich ein. Das ist ein fantastisches Buch von dem Herrn Professor Dr. Gregor Hastert, der witzigerweise auch in Freiburg lebt, aber nicht wie ich in Freiburg im Breisgau, sondern in der Schweiz. Und der zeigt einfach mal ganz interessante Anhaltspunkte bezüglich der Darm-Hirn-Achse und auch geht auf die Ernährung ein. Und natürlich auch der Dr. William Davies, der sehr viel über das Thema Weizen, Gliadin und das Suchtpotenzial von Gliadin, also weil Morphin ähnliche Struktur aufzeigt und er hat auch mehrere Kochbücher jetzt rausgebracht mit glutenfreien Rezepten, was ich sehr wertvoll finde. Dann haben Sie hier von der Anja Peach, das kam jetzt gerade eben raus, Anti-Aging für den Darm, ist auch ein sehr schönes Buch. Ja, und für alle diejenigen, die jetzt noch Fragen zum Thema Stoffwechseltyp, Metabolic Typing haben oder Blutgruppendiäten und so weiter, da kann ich nur sagen, ja,
es macht natürlich alles auch einen Sinn, ja, woher wir stammen, ob wir jetzt Kaukasen sind oder Afrikaner sind. Da haben wir natürlich ein unterschiedliches Mikrobiom und das Ganze ist mit Sicherheit auch sinnvoll, aber ich sag mal so, es geht darum, erstmal mental einen Schalter umzulegen, will man oder will man nichts ändern, das ist die Nummer eins. Dann zu schauen, okay, was sagt mein ganzes Organsystem, was muss ich da abändern, damit es überhaupt funktionieren kann und erst dann kann ich wirklich in die Gewichtsreduktion gehen. Ja, wenn Sie jetzt also noch Fragen haben, danke ich erstmal ganz herzlich für das Zuhören. Entschuldigung, dass es jetzt heute länger gedauert hat, aber es ist einfach ein wahnsinnig umfangreiches Thema und ich hoffe, ich habe Ihnen vielleicht ein oder zwei neue Einsichten geben können in das doch sehr viel beschriebene Thema Übergewicht. Wenn Sie jetzt bitte gerne noch diese Chat-Funktion hier nutzen wollten, dann beantworte ich sehr gerne noch Ihre Fragen, sofern ich das kann. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier auch sehen kann. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich anfange. Also gut, hier. Was kann ich tun? Frau Knauer fragt, was kann ich tun, um gute Bakterien zu mir zu nehmen und die auch wirklich im Darm ankommen? Also, wenn Sie gesund sind, in Anführungszeichen, keine Entzündungserscheinungen haben, wie ein Leaky Gut oder wie ein Morbus Crohn und so weiter, macht es, wie ich Ihnen vorhin zeigte, schon mal Sinn, die Darmschleimhaut erstmal wieder richtig gut aufzubauen und dann erst die Bakterien zu geben. Es gibt also gute Darmbakterien, da können Sie von Evolution schauen, das habe ich Ihnen das Colon Immun gezeigt, da können Sie Bakterien täglich zu sich nehmen, aber, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, weil auch gleich die nächste Frage kommt, kann man Prä- und Probiotika als Prävention einnehmen? Also ich sage es mal so, wir sind, was unsere Bakterien da drinnen aus der Nahrung herausziehen und uns an Vitaminen produzieren und sonstigen anderen Metaboliten. Also das heißt, wenn wir das Darmmikrobiom, was 2 Kilo ausmacht bei den erwachsenen Menschen, nicht befüttern, dann gehen wir ein. Punkt. Also das heißt, Prä- und Probiotika als Prävention einzunehmen macht immer Sinn, weil ich glaube nicht, dass jemand heutzutage die Möglichkeit hat, jeden Tag frisches Gemüse und Obst aus seinem eigenen Garten und die Wildkräuter dazu täglich zu sich zu nehmen, sondern wahrscheinlich auch ab und zu mal sündigen muss oder will, was immer eine Verschiebung des Mikrobioms nach sich ziehen kann. Ein Mikrobiom kann aber innerhalb von 3 Tagen, je nachdem, was Sie zu sich genommen haben, auch wieder gesunden. Manchmal dauert es aber auch über Jahre hinweg. So, das heißt, Sie können Bakterien einnehmen, Sie müssen sie aber immer auch füttern. Also füttern heißt, erinnern Sie sich nochmal an die große Liste, die ich gezeigt hatte, resistente Stärke, Oligosaccharide, Leinsamen, Flohsamenschalen, Akazienfasern und so weiter. Das ist das Futter. Topinambur, Schwarzwurzeln, Zwiebeln, Knoblauch, all das ist Futter. Oder Sauerkraut, und zwar frisches Sauerkraut, nicht erhitztes, nicht konserviertes, ist alles Präbiotikum für unsere Darmbakterien. So, dann, ich habe gehört von Frau Gesa Rogge, dass grüner Tee auch säurebildend sein kann. Das ist eher der fermentierte Tee. Das ist eher der grüne Tee, der irgendwann fermentiert, dann zum Schwarztee wird. Das ist wichtig beim grünen Tee aber ist, dass grüner Tee auch komplexieren kann, die zweiwertigen Spurenelemente wie zum Beispiel, oder beziehungsweise Mineralien, wie zum Beispiel Eisen. Ja, also man muss wirklich gucken, dass man den Tee nicht zum Essen trinkt, also man sollte sowieso nicht zum Essen wirklich trinken, aber dass man den Tee, grünen Tee dazwischen trinkt, zwischen den Mahlzeiten. Und wie wir immer gelernt haben, wollen wir ja nur 2 Mal am Tag essen, das heißt, es wird sehr gut möglich sein. Und dass Sie da auch darauf achten, dass es wirklich ein Bio-Tee ist, ja, dass er nicht noch Schwermetall belastet ist, das ist nämlich ganz häufig leider Gottes der Fall. Gut, der BIA wird wie bzw. womit gemessen? Ja, also die Bioimpedanzanalyse, da legen Sie sich auf ein Bett
Und da müssen Sie tatsächlich in ein sehr gut ausgestattetes Fitnessstudio gehen. Manche machen das. Oder in so spezielle Diätpraxen gehen. Und dann wird Ihnen das angelegt. Und dann müssen Sie, glaube ich, so eine 10, 15 Minuten liegen. Und dann wird eben genau gemessen, wie hoch der Körper Wassergehalt, Proteingehalt und Fettgehalt und freie Fettzellengehalt und so weiter ist. Aber wie gesagt, das ist ein Gerät und das ist teuer und das müssten Sie irgendwo machen lassen. Das können Sie selber nicht machen. So, dann überall vielen Dank für all diese Dankesantworten. Ebenso vielen Dank zurück, dass Sie so lange durchgehalten haben. Dann kommt noch die Frage, wenn der Kalprotektinwert hoch ist, was kann man da einnehmen? Also bitte, es ist ganz wichtig, dass Sie sich da einem guten Therapeuten anvertrauen, weil einfach irgendwas einzunehmen macht keinen Sinn. Da ist schon irgendwas im Argen. Das heißt, da ist vielleicht schon eine Darmpermeabilitätsstörung im Gange. Und da einfach nur was einzunehmen macht keinen Sinn. Sie müssen schauen, woher kommt es. Sie müssen schauen, ob Sie vielleicht Stress haben, ob sie schwermetallbelastet sind, ob sie auch E-Smog belastet sind. Das kann nämlich die Darmzellen auch aufmachen. Ja. Aber um einfach, sagen wir mal, Entzündungen herabzusetzen, das ist ja auch eine Entzündung, die dazu dann bringt, dass die Zellen auseinanderweichen und dementsprechend ich wirklich einen kleinen Gap da bilde. Das ist nichts anderes, als dass das auseinandergeht. Entzündungen können Sie immer herabsetzen durch zum Beispiel, hatten wir vorhin, Weihrauch, Kurkuma, Omega-3-Fettsäuren hochdosiert bis zu 2 Gramm oder 4 Gramm, sagen wir mal eher, am Tag durchaus. Aber Sie müssen das bitte vorher abklären. Gut, was haben wir denn noch? Jetzt, ja, nochmal vielen Dank an alle. Wie sieht es mit der Einnahme von zusätzlichen Enzymen aus? Ja, also wenn Sie eine Pankreasinsuffizienz zum Beispiel haben oder auch das gar nicht wissen, macht es tatsächlich Sinn. Da können Sie zum Beispiel Papaya-Enzym nehmen, Ananas-Enzym nehmen. Papaya-Enzym macht da sehr viel Sinn. Es unterstützt natürlich die Verdauungsleistung und je besser Sie verdauen, desto weniger, sag ich jetzt mal, Nahrungsbestandteile bleiben im Darm unverdaut liegen und können die schlechten Darmbakterien fördern. Macht wirklich Sinn, aber schauen Sie erstmal, warum sind die Enzyme vielleicht, die Enzymleistung nicht so gut. Da müssten Sie auch mal das über den Therapeuten gegebenenfalls überprüfen, ob Pankreas oder Dünndarm nicht so richtig gut funktioniert. Ja, danke, ebenso für den super Vortrag. Was haben wir denn noch? Jetzt brauche ich langsam mal eine Brille, es wird hier dunkel. Also, ich glaube, wir hatten jetzt hoffentlich alle Fragen beantwortet. Gucken wir mal hoch. Ich glaube schon. Also, wenn Sie noch Fragen haben, dann dürfen Sie die natürlich gerne auch noch mal an mich schicken. Und ansonsten ganz lieben Dank für das lange Zuhören. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und vielleicht bis zum nächsten Vortrag.